Genau. Also wenn wir uns das hier so anschauen, dann haben wir also unseren Rechner, ja, der ist hier ganz links. Und hier ganz rechts haben wir sozusagen den Zielrechner, den wir auf dem OSI Layer 3, wie wir gelernt haben, festlegen. Und wir schicken jetzt halt, wir haben jetzt so ein kleines Paket und sagen, hey, dieses Paket schicken wir jetzt an diesen ersten Rechner und sagen, hey Rechner, ich habe dieses Paket und das soll an den Typen da hinten geschickt werden. Und er guckt sich das an und sagt, auf dem Weg zu dem ist dieser hier der nächste, also schicke ich das an den weiter. Ja, und wenn dann mehrere Pakete kommen, arbeitet er die eins nach dem anderen ab und schickt die dann raus. Ja, und der bekommt halt diese Pakete alle am Stück und sagt, hey, ich kriege da so ein schönes Paket und das soll gar nicht an mich, sondern an den, mit dem bin ich direkt verbunden, dann gebe ich das doch an den weiter. Und das Paket läuft weiter zu dir. Natürlich ist es nicht so, dass hier sich irgendwie 20 Pakete stapeln, sondern der schießt die halt genauso schnell raus, fast wie sie reinkommen. Und da der ja eine Verzögerung hat beim Rausballern von Paketen quasi, hat der auch ausreichend Zeit quasi, um die zu verarbeiten. Wenn von verschiedenen Seiten dann Pakete kommen, irgendwann sagt er, okay, ich habe hier jetzt zum Beispiel so eine Schlange von Paketen und ich würde die gerne erstmal abarbeiten und ich habe jetzt keinen Platz mehr für Pakete, komm später wieder. Und wenn er dann die ersten paar Pakete abgeschickt hat und dann neue Pakete kommen, sagt er, oh, okay, jetzt habe ich wieder Platz, jetzt mache ich weiter. Das kann man auch für fiese Zwecke benutzen, ja, dass die berühmte Denial-of-Service-Attacke ist dann, nutzt genau diese Mechanik aus. Wir schauen uns das aber später noch alles in Ruhe an. Genau. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel ein komplexeres Netzwerk, ja, mit 4 Servern und 4 Teilnehmern und dem hier, der eigentlich völlig grundlos mit drin ist. Und die sind alle mit dem Netz verbunden. Ja, und der Erste schickt jetzt ein Paket ab. Und der Zweite schickt ein zweites Paket und ein drittes Paket. Aber der ist nicht alleine, ne, sondern er schickt diese Pakete halt an den Server. Und der Server sagt, okay, das soll ich hier vielleicht an den Rechner. Dann leite ich das mal weiter zu dem ersten Verknüpfungspunkt auf dem Weg dahin. Und jetzt kommt der zweite und schickt auch Pakete hin. Ja. Und die werden hier hinten mit angereicht. Und der bearbeitet die Pakete halt jetzt eins nach dem anderen und schickt die dann raus. Genau, jetzt hat der Server hier diese Pakete und gibt die dann weiter. Genau, und so werden halt einkommende Pakete verarbeitet quasi und weitergeleitet. Jetzt schauen wir uns das mal. Also das ist ganz schematisch. Ne? Das Internet besteht nicht aus 4 Rechnern und auch nicht aus 4 Servern. Aber nur um mal kurz zu zeigen, wie quasi sich das auswirkt. In der Netzneutralitätsdebatte geht es ja darum, dass bestimmte Pakete bevorzugt behandelt werden sollen und andere quasi hinten angestellt werden. Und es gibt da eine lange Diskussion, warum das problematisch ist und worüber man sich halt Gedanken machen muss, ist, dass sozusagen diese Struktur, das erste Paket kommt, wird weitergeleitet, das nächste Paket kommt, wird weitergeleitet, das übernächste Paket kommt, wird weitergeleitet, die funktioniert, solange sich alle daran halten. Schauen wir uns das mal an. Ja, also jetzt haben wir hier 4 Teilnehmer, die alle solche Pakete erstellen und an ihren jeweiligen Server schicken. Und der Server schickt diese Pakete dann theoretisch weiter. Ja. Gleichzeitig gibt es aber auch wieder neue Pakete von den Usern. Und jetzt müssen die Router entscheiden. Ne? Der hat jetzt von der blaue Server hat zum Beispiel so ein blaues Paket aus seinem Netz bekommen, ja, und möchte das jetzt weiterschicken. Aber es ist auch eins aus dem roten Netz gekommen. Ja, und jetzt sagt er, okay, der Rote, der bezahlt mich zwar, aber das hier ist mein Nutzer und der interessiert sich sehr stark dafür, wie gut und schnell die Pakete durchkommen. Und jetzt stellt sich die Frage, was mache ich? Und im Moment ist es so, nach dem Konzept der Netzneutralität, dass dann einfach das Paket, das zuerst kommt. Wir erinnern uns, ne? Also wir waren hier an dieser Stelle quasi. Wir schauen, also diese Pakete kommen bei den Rechnern an, die Rechner verarbeiten die, packen die neu und leiten sie weiter. Gleichzeitig kommen neue Pakete. Und da diese Pakete hier aber zuerst da waren, werden diese Pakete auch zuerst verarbeitet und weitergeleitet. Ja, und die nächsten Pakete, die werden dann ja, weitergeleitet. Es kommen neue Pakete, aber es waren die, die zuerst waren quasi, die dann als nächstes bearbeitet werden. Und so haben wir quasi einen steten Fluss von Informationen. Genau, wenn ich das jetzt aber in Frage stelle und sage, hey, ich mache nur mein eigenes Paket, dann kommen wir in eine Situation,
wo wir zwar wieder gleichzeitig lauter Pakete bekommen, aber sobald wir in eine Situation kommen, wo konkurrierende Pakete aus dem eigenen Netz kommen, und es werden ja ständig Daten quasi geschickt, sobald wir in eine Situation kommen, wo konkurrierende Pakete sind und die Server werden vor die Entscheidung gestellt, ob sie ihre eigenen, also Pakete aus ihrem eigenen Netz bevorzugen und sich dann dafür entscheiden, das zu tun, dann kommen halt nur diese Pakete durch. Solange wie die Server quasi mit den Paketen aus ihrem Netz ausgelastet sind, ja, und das ist nochmal eine andere Frage, ob das so kommen kann, aber solange das so ist quasi, werden diese Pakete bevorzugt und diese Pakete später behandelt. Und man sieht jetzt, dass wir in ein Problem kommen, dass wenn jemand nicht das ganze Netzwerk dominiert, die Pakete von ihm aber auch hängen bleiben. Und die Pakete von dem bleiben auch hängen. Und die Pakete von dem bleiben auch hängen, weil der hier eben auch seine roten Pakete quasi bevorzugt behandelt. Und dadurch kommen wir in so eine Situation, wo dieses Netzwerk, was ansonsten eigentlich relativ flüssig funktioniert hat, und wenn es eine Überlastung gab, dann war das halt eine Überlastung für alle, führt es hier halt dazu, dass wir lauter kleine Netzwerke haben. Und dieses Internet mehr so ein Netze-Netzwerk wird, könnte man sagen. Und das führt dazu, dass wir dann in Schwierigkeiten kommen. Genau. Zeit für Fragen ist gleich noch. Ich wollte nur noch ganz kurz das Netzthema abschließen. Wir hatten ja über IPv6 gesprochen. IPv6 ist die neue Variante quasi und da sind 128 Bit zur Verfügung für eine IP-Adresse im Gegensatz zu den 32 Bit von der Version 4. So sieht eine moderne IP-Adresse aus. Erkennt jemand von euch das Zahlensystem? Oh, ich habe ja gesagt, dass die Fragen erst nachher kommen. Dann verrate ich das einfach. Das ist das Hexadezimalsystem. Ne? Ihr seht, hier sind Ziffern und Buchstaben unter F quasi, also Buchstaben unter G, um genau zu sein. Und hier können wir also mit sozusagen jeweils vier Stellen sehr große Zahlen darstellen. Ne? Bei IPv4 ist es ja so, wir haben hier ein Byte und hier ein Byte und hier ein Byte und hier ein Byte. Also 8, 8, 8 und 8 Bit. 4 mal 8 ist 32, deswegen 32 Bit. Können wir uns auch so darstellen, dann haben wir hier binäre Zahlen. Und so funktioniert IPv4 und IPv6 hat halt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Also 2 Byte. Und diese 2 Byte sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal enthalten. Genau. Und 8 mal 16 ergibt hoffentlich 28. Könnte hinkommen. Ja, weil 128 plus 32 wäre ja 160, genau. Und deswegen kommen wir auf 128 Bit. Und damit kann man wesentlich größere Zahlenräume darstellen. Und so würde eine IP-Adresse dann im IPv6-System aussehen. Und deswegen dieser Spruch halt, dass jeder Baum eine IP-Adresse haben könnte. Was aus meiner Sicht, wie gesagt, passieren kann.